Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier. Ich hatte ein paar technische kleine Probleme und deswegen muss ich hier, ich muss deine Aufnahme abbrechen. Ganz wichtig jetzt erstmal hier die Getreidefarm, wollte ich sagen, die muss gebaut werden, das ist ganz wichtig. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Waffenschmiede. Ihr seht, ich habe nicht eben mal so einen kleinen Rundumblick gemacht, wir kriegen gar nicht genügend Waffen, gell? Also die, das ist alles so ein bisschen armselig, gell? Deswegen, aber unser Kohleproblem natürlich allgegenwärtig. Hohlschmelz ist immer noch ein Stopp. Ja. Ja. Aber die Waffenschmiede läuft eigentlich. Also kann man eigentlich wieder laufen lassen. Und die Schweinefarm eigentlich mal stoppen, weil ich glaube, wir haben hier einfach zu wenig vom Getreide. Die Windmühle ist leer. Die zweite Bäckerei ist ja fertig. Eine Waffenschmiede ganz dringend. Ich würde sagen, die können wir hier einfach hinklatschen. Ist ein bisschen eng, ist ein bisschen unhübsch, aber wo wollen wir sie denn sonst hin machen? Nein. Ein bisschen. Mehr hier hin. Da muss der Oberförster halt ein bisschen mehr hier unten anbauen. Und damit sollte das klappen. Der hier müsste man eigentlich. Ja, wir lassen ihn mal da, wo er ist. Du hältst hier schön alles reine. Weil man ist immer. Ich möchte ganz gern die Waffenschmiede immer gut im Blick haben. So, ich hoffe, da nichts vergessen nach dem kleinen Störfall. Was kommt denn da Rotes? Und da steht euch mich anzugreifen. So, also hier die Getreidefarm. Vielleicht machen wir es besser hier hin, das Feld. Denn ich glaube, wir könnten hier rechts auch noch eine hinstellen. Hm. Ist ein bisschen die Position her nicht so schön, aber so passt's. Im Notfall können wir darauf zurückgreifen. Brauchen wir sicher noch Spitzhacken. Gell? Spitzhacken sind wieder Mangelware. Ich hatte was angekündigt, und zwar etwas zu bauen, was mit dem Alkohol da oben zu tun hatte. Leute, aber das müssen wir leider vertagen. Können wir das vielleicht lagern, den Alkohol? Leider nicht genügend Kapazität im Moment. Immer noch zu wenig Holz. Also, die Bauindustrie ist eine Katastrophe in diesem Einzelspieler-Game, sag ich mal. Das lassen wir mal. Okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also, die Schweinefarm ist noch stopp, aber wir haben ja genügend Fleisch. Im Notfall kriegen sie auch Fische. Ich habe die Sense vergessen. Wenn man das jetzt runterdreht, kann man bei der Sense, wenn man auf 1 gestellt hat, jetzt müsste die Sense rauskommen. Achtung und? Ja, es ist die Sense. Das Problem ist einfach, wir können auch 5 machen. Die, ja, die Sense braucht man halt sofort. Junge, Junge, haben wir noch genügend Personal? Ich brauche Personal. Ich würde hier oben gerne einen Turm hinstellen, weil die Angriffe waren ja eben dann doch sehr deutlich zu sehen, dass die gerne von da oben links kommen. Und die verhalten sich so verdächtig ruhig da oben. Sind das dieselben? Nee, das ist blau. Und grün sind die anderen. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sind so ein bisschen im Hintertreffen. Wir werden hier diese Hütte abreißen. Dann haben wir auch wieder Ressourcen zur Hand. Die werden die jetzt gleich holen hier. Denke ich. Oh, da streiken welche. Oh, Strikers. Na gut. Baut Waffenschmiede schneller. Freunde, baut sie schneller. Ist schon fertig gleich. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen manchmal, wie stark der Gegner jetzt ist und wie die Situation aussieht. Diese Bogenschützen hätte ich ganz gerne hier drüben mit dabei. Okay. Also bei dem Alkohol geht es darum, man soll ja den Göttern auch eine, wie heißt es, ja, ein, ja, sowas, Opfern!
Und das ist bei den Römern, bei den Römern der Fall, ist da der Wein halt, ja. Ihr seht, das steht in voller Blüte, aber der kann nichts mehr holen, weil er schon 8 hier stehen hat. Ja. Die Mine fördert nichts mehr. Das stimmt. Ich denke, wir werden mit der Nahrungsmittel ist auch ein Problem jetzt. Die Kohlenminen kacken jetzt total ein. Oh, guck mal, wie nett. Der zeigt mir, wo Kohle ist. Geil. Mach ich gern mit. Priorisiere. Das ist ja geil. Das ist aber ein nettes Kerlchen, ey. Hier oben haben wir, glaube ich, auch noch eine Mine gehabt. Also hier ist noch eine Kohlenmine. Oh, so viel Holz. Die bestehen nur aus Holz. Wir haben da nie Holzprobleme gehabt. Ja, die Soldaten verteilen sich überall. Jetzt haben wir schon 2 von denen, gell? Und trotzdem reicht es irgendwie immer noch nicht. Also, ein Förster macht normalerweise genügend Holz für... Ein Förster für 2 Holzfällerbuden. Ja, so war das eigentlich. Das ist eine Regel, die kann man, glaube ich, sogar auch nachlesen. Lies einfach mal nach. Sägewerk. Ja, es ist einfach... Alles ein bisschen träge. Hm. Habe ich das eben eigentlich gesagt? Ich hatte so einen schönen Outtake in der letzten Folge. Müsst ihr die letzten 60 Sekunden mal reinschauen. Unglaublich. Die letzten 60 Sekunden. Ich glaube, das war in der letzten Folge. Ja, ich bin heute halt hier in... So ein bisschen in Massenproduktion. Und... Habe ich das jetzt gerade ein bisschen vergessen. Ja, die Schweine... Ja, ihr seht, hier wird nichts hingebracht. Da fahren wir halt hier jetzt das Getreide, bis es hier soweit ist. Das dauert unglaublich lang, bis die hier fertig sind. Jetzt dürfte man aber auch langsam wieder genug Holz haben. Das gibt's doch nicht. Ah, oh, guck mal, die Waffenproduktion läuft. Geil, jetzt dürfen wir langsam keine Probleme mehr haben. Ich hoffe es so sehr. Kohle dürfte jetzt auch besser werden. 28%, ja, 15%. Jetzt sieht es wieder so aus, als würde es gehen, gell? Ich denke mal, aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich bin zurzeit gerade so ein bisschen... Es rattert richtig. Hier oben. Im Foxhirn. Genug Spitzhacken haben wir ja, genau. Bauen nochmal eine Sense, dann vergessen wir die auch nicht. Ich weiß, jedes Mal geht da ein Korb mit Kohle drauf. Aber wir brauchen es, wenn wir es brauchen. Guck mal, das Eisen ist auch da. Eine Eisenschmelze könnte man noch bauen. Später, wenn wir genügend Eisen... Ja, wir haben ja auch genügend Eisen. Boah, Alter. Oh, da ist was Rotes. Der guckt uns nur ein bisschen zu beim Bauen. Alter, mir graut davor, wenn die jetzt hier ausflippen gleich. Denn die Anzeige ist wirklich, also man kann wirklich sehen, dass die von hier aus angreifen. Wir werden hier einen Turm hinstellen. Einen Aussichtsturm. Denn... Hä? Wo? Keine Steine mehr. Hier könntest du abbauen. Das ist gerade so im Bereich. Aber da sowieso so viele Steine da liegen, dann macht das auch nichts. Wir haben sowieso genügend Steine. Wir sollten auch hier drüben die Verteidigung nicht ganz aufgeben. So. Jetzt dürfen wir die Schweinefarm nicht vergessen einzuschalten. Wir brauchen wieder Schweine. Wir haben auch Holz. Wir brauchen auch wieder Personal. Erstmal den Turm, den will ich jetzt fertig haben gleich. Auf jeden Fall, ey. So, hier ist gleich... Ist auch gleich fertig. Wunderbar. Würde ich sagen, wir können hier schon mal ein neues Haus vorbereiten. Ich weiß es... Och, die habe ich ja ganz vergessen. Ich weiß, es ist ein bisschen unsinnig, hier hinten zu bauen, aber... Ich brauche es dringend, ich baue es hier hin. Geil. Okay. Wollen wir das priorisieren gleich? Holz müssten wir eigentlich bald genügend haben. Die machen mich wahnsinnig mit ihrem Gemache, ey. Dass auf jeden Fall mehr, also auch Personalnachschub da ist. Ja, die Soldaten stehen wunderbar im Weg. Normalerweise sorge ich immer dafür, dass die nicht so viel im Weg stehen. Aber wir können ja auch ein paar hier unten hinstellen. Dürfte kein Problem sein. Dürfte nicht so schwer sein. Hier unten können wir auch ein bisschen aufräumen. Denn ich glaube... Oh, guck mal, ein schöner Wald.
Hey, wir haben viel zu wenig Wald hier, also ehrlich, wenn man hier jetzt einfach eine Holzfällerhütte hinstellt, der fängt sofort an, gell? Also wir haben es ja auch mit auf einer, wir haben ja keine Inseln, wo jetzt die anderen Gegner auch rumkurven. Aber wir haben also auf dieser einen Insel einfach nur. Und dann hast du so ruckzuck vor der Tür stehen. Und das ist das, wo ich so ein bisschen meine Bedenken habe, dass das so gut wird. So, jetzt wird hier richtig produziert. Das Schade ist halt, dass der jetzt hier halt Brot liegen hat, gell? Aber wir sollten jetzt durch die zwei Bäckereien auch genügend... Ja, jetzt haben wir die Aussicht. Also, dass wir ja auch genügend Brot liegen haben. Mit zwei Bäckereien. Wer die Folgen verfolgt hat, der hat folglich alles richtig gemacht. Und folglich erkannt, wo es lang geht. Oh, das sind ja Reichtümer. Und hier sehen wir unsere Gegner schon. In der Ferne. Dafür sind halt diese Aussichtstürme gut. Und hier oben würde ich auch ganz gern mal Lucky Lucky machen, aber... Da lohnt sich der Turm nicht wirklich, da kann man nicht weit genug... Obwohl, sie sind ja direkt dahinter, gell? Feindliche Bewegungen werden sofort erkannt und vernichtet! Vernichtend geschlagen! Und jetzt werden wir uns hier oben hinmachen und hier mal gucken, was wir hier so... Was wir hier so haben. Für Rohstoffe. Denn wir brauchen auch noch mehr Eisen. Ihr seht, Eisen ist hier noch vorhanden. Okay, aber... wir haben nur eine Eisenschmelze. Und das bricht uns den Hals. Seht ihr das? Die Versorgung bricht ein. Wir haben keine Eisenbarren mehr. Also werden wir hier auch eine Eisenschmelze bald errichten müssen. Wo bin ich das Haus geplant? Ach, hier unten war das, gell? Hier, geht schon richtig ab. Geil. Schön. Auf jeden Fall brauchen wir ein Lager. Ein Lager werden wir noch bauen. Machen wir einfach hier hin. Und... ja, wie es hier in diesem... Chaos des Professors weitergeht, seht ihr nächstes Mal. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen. Ich würde mich so freuen, ein paar mehr Abonnenten zu haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne von der ersten Folge an nochmal reinschauen. Es ist richtig was los hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bis bald.